Ja, also ich bin ein großer Fan von Erik Ries. Also den Einsatz von Kapital minimieren, indem man versucht, entlang der Annahmen, also ein Konzept hat ja Annahmen, das Produkt wird gebraucht, der Preis wird akzeptiert, der Vertriebsweg wird gefunden, das Design ist gefällig, was immer da eine Rolle spielt, und testen und herausfinden, was läuft. Und nicht mit großem Geld spielen und große Beträge verbrennen und so ins Blaue hinein, sondern sehr gezielt Annahme für Annahme testen. Also oft heißt es ja, schreiben Sie einen Businessplan oder machen Sie einen überzeugenden Businessplan. Ich finde, Businesspläne werden überschätzt. Ein Businessplan ist im Grunde genommen ein Bündel von Annahmen. Und diese Annahmen muss man testen. Und sonst ist der Businessplan nichts wert. Und ob man das aufschreibt oder ob man es im Kopf hat, also ich habe nie einen Businessplan geschrieben. Aber gut, wenn es Leuten hilft, das aufzuschreiben, sollen sie es aufschreiben. Aber der Businessplan, selbst wenn die Banker ihn großartig finden oder ihre Kapitalgeber, ist ein Bündel von Annahmen. Und die Frage ist, sind die Annahmen, treffen die die Wirklichkeit? Sind die Annahmen richtig? Und wenn sie nicht richtig sind, tun sie gut daran, blitzartig zu versuchen, bessere Annahmen zu finden, so lange, bis sie mit der Praxis übereinstimmen. Und das braucht nicht so viel Geld. Da kann man sparsam vorgehen. Ich finde sowieso, am Anfang sparsam sein. Ich halte nichts von dieser bisschen aus Silicon Valley rübergeschwappten Philosophie von so in die Vollen greifen. Das klappt in den USA auch besser als bei uns. Bei uns sind die Leute kritischer, die können sie nicht so schnell mit Geld zu irgendetwas bringen. Wir haben also eine kontinentaleuropäische Kundenverhalten ist anders als in den USA. Ich bin vorsichtig, wenn dann immer Silicon Valley so als Erfolgsmodell dargestellt wird. Das stimmt für die USA, ja. Also MVP testen statt viel Kapital reinpumpen. Ja.